Du hast zwar im Urlaub dein Skizzenbuch dabei, aber die Kinder wollen immer schnell weiter, deine Begleiterin scharrt mit den Füßen und das Wetter ist einfach nicht optimal. So kommt es, dass du ein leeres Skizzenbuch, aber ein volles Handy-Fotoalbum mit nach Hause bringst und im Kopf lauter kleine ungemalte Aquarelle hast. Im heutigen Video zeige ich dir meinen Weg, wie ich aus einem Urlaubsfoto ein schönes Aquarell mache. Ich bin Barbara Hirsekorn aus der Aquarellwerkstatt und jetzt geht's los mit unserem Film. Höhepunkt meines jährlichen Sommermalkurses in Schweden ist jedes Jahr der Ausflug mit der Malgruppe in den Schärengarten. Hier haben wir unsere Skizzenbücher dabei und arbeiten direkt vor den wunderschönen Motiven auf den vorgelagerten schwedischen Schäreninseln. Nach der Rückkehr von solch einem Ausflug hat man natürlich jede Menge Fotos im Gepäck. Auch wenn eine vor Ort erstellte Skizze für mich deutlich mehr an Erinnerung und Atmosphäre der Reise zurückbringt, möchte man manchmal auch ein besonders schönes und gelungenes Foto in ein gemaltes Bild umwandeln. Die heute verwendeten Farben sind Titanweiß von Schminke, Lasurorange und Ultramarin Feinst von Schminke, Lavendelblau von Mielo, Lichterocker, Alizerinkarmesin, Neutraltinte, Sienna gebrannt, Kobalttürkis Light, Cylinblau und Kobaltblau von Winsor & Newton und Green Appetite Genuine von Daniel Smith. Ich arbeite auf Arsch Büttenpapier 300 Gramm, Grain fin, das Format ist ungefähr DIN A4. Folgende Pinsel habe ich verwendet: den Eichhörnchenhaarpinsel Größe 12 und den Rotmarderhaarpinsel Größe 10 aus meiner eigenen Pinselkollektion. Und einen Pinsel zum Auswaschen, das ist der Junior Synthetics Pinsel von Da Vinci in der Größe 10. Hier liegt nun das Urlaubsfoto, welches wir vorhin im Anmoderationsfilm schon kurz gesehen haben. Ich zeige euch jetzt das Aquarell, welches vor Ort im Skizzenbuch nach diesem Motiv entstanden ist. Ihr könnt also schon ganz gut sehen, dass mein Bild mit dem Foto nicht mehr allzu viel zu tun hat. Es geht für mich bei der Umsetzung in ein eigenes Motiv viel mehr um den Ausdruck und das empfundene Gefühl als um eine fotorealistische Darstellung des Ortes. Mich haben bei diesem Motiv die gemütliche und ruhige Schärgårdsidylle, die vielen Blautöne und das typische kleine rote Schwedenhäuschen begeistert. Das erste, was ich nun für meine Zwecke verändere, ist das Bildformat. Ich verkleinere das Foto jetzt so lange, bis der Bildausschnitt für mein Aquarell gut passt. Das Häuschen befindet sich nun im linken oberen Drittel. Hier werde ich die Art des Hauses ein wenig verändern, das heißt, ich werde keinen Schuppen malen, sondern das Haus mit Fenstern und Türen etwas wohnlicher machen. Den Felsen auf der linken Bildseite möchte ich deutlich übertreiben, denn die felsige Schärenküste ist ja genau das, was mir an diesem Ort so gut gefällt. Ich male ihn also größer und reduziere dafür die Steganlage etwas. Ihr seht nun leicht im Zeitraffer den Entstehungsprozess der Bleistiftskizze. Skizze und Referenzfoto bekommen die Unterstützerinnen der Aquarellwerkstatt natürlich wieder per Mail zugeschickt. Ich beginne die Skizze mit einem waagerechten Bleistiftstrich, um ganz grob einen Horizont festzulegen und setze dann zunächst immer die großen Formen ins Bild. Es gibt einen großen Felsen, auf dem das Häuschen steht, und einen etwas vorgelagerten kleinen Felsen. Hier greift das Kompositionsprinzip Wiederholung mit Variation. Das Häuschen skizziere ich nun auf den Felsen und durch die leichte Schräglage aller Formen ergibt sich eine schöne Diagonale im Bild. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, falls ihr mal ein extra Video zur Perspektive wünscht, in dem ich dann erkläre, wie ich so ein von unten zu sehendes Haus perspektivisch richtig konstruieren kann. Die Wasserlinie trage ich nun mit einem waagerechten Strich etwas weiter oben ein, so wird der Horizont etwas korrigiert und ich kann im hinteren Bereich jetzt noch eine zweite Schärenkette einfügen. Im Vordergrund zeichne ich nun den Steg. Die Seitenwände des Steges, die nach vorne herausragen, sollten auf einen gemeinsamen Fluchtpunkt, der sich auf dem Horizont befindet, zugeführt werden. Ich finde diese Form des nach vorne ragenden Stegteils sehr wichtig, denn wir bekommen hier wichtige diagonale Linien ins Bild, die abwechselnd zu den doch vielen horizontalen im Bild gut funktionieren. Die großen Formen im Bild sind jetzt gesetzt und ich möbliere noch etwas. Ich zeichne ein Boot auf die rechte Seite und setze zwei Figuren auf den Steg, die vielleicht gerade mit dem Boot ankommen oder abfahren wollen.
Die Schäreninseln sind ja überwiegend mit Sommerhäuschen bebaut und ein entspanntes Leben auf dem sonnigen Steg gehört für mich zu so einem Urlaubsfoto einfach dazu. Auch die typische schwedische Fahne hier links am Häuschen ist eine großzügige Erweiterung des Motivs, denn auf dem Foto ist sie ja gar nicht zu sehen. Dies ist also die Umsetzung des Fotos in meiner Aquarellskizze und wir sehen, dass ich hier die Prinzipien Übertreibung, Rhythmisierung, Umgruppierung und das Weglassen oder Hinzufügen von Elementen hemmungslos einsetze, um aus dem leicht unübersichtlichen Foto ein schlichtes Motiv mit einer klaren Bildaussage zu komponieren. Die Fläche des Himmels feuchte ich nun mit klarem Wasser an und setze dann mit luftigen diagonalen Strichen lichter Ocker, etwas Alizerin-Karmesin und Kobaltblau in die Fläche. Ein wenig Papierweiß bleibt auch stehen, so wird der Himmel schön luftig und nicht zu farbig. Für das Wasser mische ich Himmelsblau, also Kobaltblau, und lege mir daneben schon eine Pfütze mit Ultramarinblau auf die Palette, um die Farbe nach vorne hin schnell abzudunkeln. Ich nutze hier den trockenen Pinselstrich, das heißt, ich führe den Pinsel mit lockerer Bewegung schnell über das Blatt und freue mich über die weißen Spuren, die stellenweise stehen bleiben und das Licht der Sonne auf dem Wasser andeuten. Im Verlauf des Wassers zum vorderen Bildrand wechsle ich auf die Farbe Ultramarinblau und dunkle den Farbauftrag auch mit Neutraltinte ab, um zum vorderen Bildrand hin immer dunkler und wärmer zu werden. Ein paar Wassertropfen auf die noch leicht feuchte Fläche bringen Struktur in den Vordergrund. Das rote Schwedenhäuschen male ich mit verschiedenen Mischungen aus Lasurorange, Alizerin-Karmesin und lichter Ocker. Hier soll sich die Farbe wieder auf dem Papier mischen und nicht so sehr in der Palette ausgemischt werden. Es soll eine ganz abwechslungsreiche Fläche entstehen. Das Dach male ich mit Farbresten der Wassermischung und nehme noch etwas Sienna gebrannt mit hinein. Für den Felsen verwende ich Cyanblau mit etwas Ultramarin und mische es auf dem Blatt mit Sienna gebrannt und später auch mit Alizerin-Karmesin. Ihr seht hier, dass ich sehr stark mit dem Pinselbauch arbeite, um eine ganz unregelmäßige und interessante Steinstruktur zu erhalten. Nach unten hin wird die Fläche dunkler und etwas kühler. Hier werde ich später auch noch im zweiten Farbauftrag Dunkelheiten hinzufügen.
Auch hier sprühe ich mit der Wasserflasche kleine Tröpfchen auf die Fläche und kratze dann mit dem Malspachtel ein paar Strukturlinien in den Felsen. Hier muss man den richtigen Zeitpunkt erwischen. Die Farbe sollte schon ganz leicht angetrocknet sein, damit der Malspachtel das weiße Papier freilegen kann. Den Steg male ich mit einer sehr leichten Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarin. Auch hier versuche ich die Farbigkeit ständig zu variieren. Die Fläche ist zu groß, um sie nur langweilig mit einer Farbe anzumalen. Bei der weit entfernten Scherengruppe verwende ich die gleiche Mischung wie beim Felsen im Vordergrund, nehme aber etwas mehr blaue und kühlere Töne hinein. Mit Green Appetite und Neutraltinte und etwas lichter Ocker setze ich einige Büsche auf die Inselkette im Hintergrund. Mit der gleichen Farbigkeit, aber etwas mehr Green Appetite Genuine in der Mischung, male ich jetzt die dunklen Bäume hinter dem Haus. Ich möchte hier auf keinen Fall ein leuchtendes Grün verwenden, sondern ein sehr gebrochenes und dunkles Grün, um das rote Haus richtig zum Leuchten zu bringen. Mit dem Malspachtel ziehe ich den Fahnenmast und ein paar Zaunpfähle in die halbfeuchte Grünfläche. Unser Bild muss jetzt ja einmal durchtrocknen und eine schöne Tradition ist mittlerweile die Versteigerung des Original-Aquarells, welches ich hier im Film gemalt habe, auf der Plattform eBay. Hier seht ihr nochmal das fertige Aquarell. Es wird zur Versteigerung in einer Auktion freigegeben. Die Auktion endet am Dienstag, den 12. September. Und um 16 Uhr endet die Auktion und ich freue mich, wenn das Aquarell dann durch einen Liebhaber, eine Liebhaberin ersteigert wird. Wir schicken das Bild dann gerne per Post zu. Den Link direkt zu eBay findet ihr unten in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung seht ihr übrigens auch immer alle Materialien, die ich im Video verwende. Das heißt, ihr könnt direkt dort die Farben oder das Papier bestellen und kaufen. Viel Spaß und Erfolg beim Steigern! Mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau male ich die dunkle Fläche unter dem Steg und setze die Pfosten ein. Solange wie diese Farbe noch nass ist, kann ich sehr gut die Spiegelung anfügen. Ich male sie jetzt mit Kobalttürkis Light und Neutraltinte und freue mich, wenn das Braun der Pfosten sich mit der Spiegelungsfläche verbindet. Ein paar rote Pinselstriche setze ich für die Spiegelung des Hauses sehr reduziert in die nasse Fläche hinein. Und mit dem Auswaschpinsel ziehe ich ein paar helle Linien wieder heraus.
Damit ist die Spiegelung schon fertig und es geht weiter mit dem Schatten auf dem Häuschen. Hier setze ich eine dunkle Lasur aus Ultramarinblau und Alizerin-Karmesin und etwas Sienna gebrannt mit genügend Wasser über die schattige Seite. Mit der gleichen Mischung akzentuiere ich den unteren Bereich des großen Felsens und es entsteht so die Illusion, dass er steil ins Wasser abfällt. Nun sind wir schon im dritten Schritt der Detailausarbeitung angekommen und ich wasche zunächst einmal den Körper der Figur auf dem Steg mit dem Auswaschpinsel aus. Mit Cadmiumrot male ich Köpfe und Arme und setze dann Lavendelblau und Neutraltinte in die Figur, um Oberkörper und Beine zu malen. Für den Schatten verwende ich wieder meine Violettmischung aus Ultramarinblau, Alizerin, Karmesin und Sienna gebrannt. Das Boot male ich mit lichter Ocker und die Figur im Boot wird etwas dunkler angezogen. Einige sehr dunkle Akzente mit Sienna gebrannt, Ultramarinblau und trockenem Pinsel gibt es hier unter dem Steg. Und ein paar kleinere Formen setze ich mit Lavendelblau und auch mit lichter Ocker direkt aus der Tube auf den Steg. Im Hintergrund hatte ich auch noch einen Steg geplant, um die Form zu variieren. Ich füge ihn jetzt mit einigen dunklen Strichen Ultramarinblau mit Sienna gebrannt und feiner Pinselspitze ein. Auch die Fensterscheiben des Häuschens male ich mit dieser Mischung. Einige Holzlatten ziehe ich mit der sehr feinen Pinselspitze in die rote Fläche. Mit Titanweiß direkt aus der Tube male ich den weißen Fensterrahmen und auch die Figur bekommt noch etwas mehr Glanz auf das helle T-Shirt. Im schattigen Bereich des Häuschens wasche ich den hellen Türrahmen aus und wiederhole das Thema Holzlatten, indem ich helle Streifen aus der dunklen Schattenfläche auswasche. Die Schwedenfahne wird mit ganz unregelmäßigen blauen Strichen und einem Klecksgelb in der Mitte gemalt. Ich hoffe, unser kleines Motiv hat euch Freude gemacht und ihr habt Lust, es jetzt auch einmal auszuprobieren.
Die nächste Sommerreise nach Schweden steht schon auf meiner Website, der Termin steht schon fest. Das wird sein Mitte August 2024. Und wenn du Lust hast, mal mitzukommen, kannst du dich über meine Website www.dieaquarellwerkstatt.de anmelden. Wir freuen uns wie immer hier auf dem Kanal über einen Like, ein Abonnement oder einen Kommentar unter dem Video. Du kannst diesen Kanal auch sehr gerne unterstützen, auch darüber freuen wir uns sehr. Mittlerweile haben wir über die Online-Plattform Steady schon über 650 Unterstützerinnen für diesen Kanal. Das hilft uns sehr, alle 14 Tage hochwertig und qualitative Videos für euch bereitzustellen. Für die Unterstützer mit einem 10-Euro-Paket monatlicher Unterstützung gibt es die beliebten YouTube-Live-Abende. Hier arbeiten wir 10-mal im Jahr exklusive Motive, die sonst noch nicht auf YouTube gelaufen sind, gemeinsam in einem Livestream. Der nächste YouTube-Live-Abend ist noch im September. Da wird eine Kaffeehausszene gemalt und beim übernächsten Mal im Oktober gibt es diese 3 Kühe. Dieses Paket mit der 10 Euro monatlichen Unterstützung ist jederzeit kündbar oder auch wechselbar. Wir haben ja auch kleinere monatliche Beiträge, mit denen du uns unterstützen kannst. Schau einfach gerne einmal auf meiner Steady-Seite vorbei. Den Link hierzu findest du auch unten in der Videobeschreibung. Nun danke ich dir fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal in 14 Tagen.